Motorversagen natürlich nur mit einem Hilfsmotor. Die gibt es, glaube ich, auch bodengetrieben, aber ich habe noch nie wirklich eine gesehen im Einsatz. Man bräuchte eine Menge Pferde. Die Kleinbeinpressen, die wir eben gesehen haben, Daniel, die habe ich in der Tat mal auf einem Foto gesehen. Die bauen die Amerikaner auch um für Bodenantriebe, aber es braucht mindestens 4 Pferde. Und hier sehen wir jetzt mal die Rundbeinpresse mit Hilfsmotor und 2 Pferde. Michael Weiß, Kaspar Marius sind die Pferde. Und wenn das gut geht, sehen wir gleich den ersten Rundbein des Nachmittages von Pferden produziert. Auch hier eine Pickup, die das Gras aufnimmt. Oben sieht man diesen Mechanismus, der dafür sorgt, dass in der Mitte der Maschine sich so eine Rolle bildet, die schneckenartig immer einen größeren Durchmesser bekommt. Und entweder ist der Folgekanal oder aber man kann sie auch schon vorher aufmachen, damit der Bein halt ein bisschen kleiner. Wenn zum Beispiel die Tür das schwankt. Jetzt schauen wir, was passiert. Sehr gut. Jetzt wird gezogen, damit die Maschine anfängt, den Bein einzuwickeln. Man sieht da hinten diese blaue Kunststoffschnur. Die wickelt jetzt Garn um den Bein. Wenn alles seinen Gang geht, wird sich gleich die Klappe öffnen und der Rundbein liegt draußen. Eine Ewigkeit später. Wird das Garn umgewickelt, das dauert einen Moment. Jetzt. Wir schauen, was da rauskommt. Ups. Das sieht gut aus. Vorfahren, um zu gucken, was da gibt. Juhu! Ein Rundbein! Vielen Dank! Sehr schön!